So, Hallöchen. Ich habe hier was schon soweit vorbereitet. Das ist ein Ring mit Schrauben. Und da ist, das sieht man schon, das geht da schräge hier längs herum. Und zwar ist das für mein Mikroskop, die Beleuchtung. Ich habe ja gesagt, mir ist da schon was im, so gesehen im Kopf, wie ich das mache. Hier ist das Mikroskop. Dann kommt das hier drauf. Mit der Schraube ein bisschen festgemacht. Dann sieht das nachher so aus. Und was ich da für LEDs nehme, ja, da habe ich eine ganze Weile gesucht. Komm, hier stelle ich hin. Habe ich eine ganze Weile gesucht und habe hier so ein LED-Band gefunden. Das ist jetzt relativ weit auseinander. Die LEDs haben so etwa 3,3 Volt. Und 20 Milliampere, die werde ich alle parallel schalten und mit Widerständen noch vorschalten. Wie ich die aber da reinkriege, ja, das ist wieder so eine Frage. Ich habe schon mal eine abgeschnitten. Ich werde die, ich denke mal mit, erstmal haben sie, sind sie selbstklebend. Da werde ich erstmal so selbstklebend da erstmal so reinpacken. Natürlich auf die Maße schneiden, dass ich das da reinkriege und dann nacheinander hier draufkleben. Muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Und wie ich das verlöte und im Endeffekt nachher am Ende mit Heißkleber da die wirklich fixieren, weil das wird so nicht auf Dauer halten auf dem Plastik hier. Da sind ja Ringe, also die. Ist keine glatte Fläche hier drauf. Das ist jetzt schräge hochgedruckt mit Layer für Layer, 3D-Druck. Das ist immer eine Linie, die dann immer schräge hochgeht und da ist eben ein bisschen Luft zwischen. Da wird der Kleber nicht wirklich drauf halten. Aber so für den ersten Test, um das einmal so ein bisschen drauf zu kleben und vielleicht ein bisschen zu verlöten. Muss mal gucken, wie ich das am blödesten mache. Reicht das, um das nachher im Ganzen wieder rauszunehmen? Bisschen Heißkleber drunter und das wieder reinzukleben. Das sollte besser halten. So, für Strom, USB-Kabel, weil ich ja einen Raspberry Pi benutze. Muss ich mal gucken. Irgendwo werde ich hier ein Loch bohren und dann da durchgehen. Und vielleicht auch noch mit Heißkleber fixieren. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, da noch irgendwas zu machen. Ja, das werde ich jetzt soweit mal vorbereiten und dann sehen wir uns wieder, wenn ich soweit die LEDs im Groben drinne habe. Also sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das soweit fertig. Das sieht jetzt so aus. Ich habe jetzt noch 6 LEDs übrig, die passen da jetzt halt nicht rein. Sollte relativ gleichmäßig sein. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Vielleicht mit 3D-Druck, vielleicht klappt das mit weißem Filament noch so eine Streuscheibe, weil hier ist ja auch so weiß drüber, aber man kann da so halt durchgucken. Ich habe noch kein Filament gefunden, was ähnlich ist. Mal gucken, vielleicht klappt das so oder es klappt auch mit einem weißen Filament drüber oder ich muss mal gucken. Aber das habe ich jetzt soweit fertig. Jetzt werde ich das irgendwie verlöten müssen. Wie ich das noch hinkriege, weiß ich nicht. Ich muss da zumindest noch Vorwiderstände reinhauen. Ich habe hier 240 Ohm, sehr klein, nur 603. Ich brauche aber 120. Also heißt das zwei parallel. Das müsste theoretisch auch hinhauen, wenn ich zwischen Plus und Minus immer einen Widerstand löte. Ja, dann ist das ja auch parallel. Wenn ich jetzt, ich habe immer Plus nach außen gelegt. Wenn ich jetzt hier einen Widerstand zu der rüberlege, ups, also wenn ich einen Widerstand von hier nach da rüberlege und von da nach da rüberlege, müsste das ja eigentlich hinhauen. Das sind ja dann, nee, das ist ja eine Reihenschaltung dann.
Ja, das ist eine Reinschaltung. Weil der Strom fließt dann so rum. Ja, das ist eine Reinschaltung. Da muss ich zwei übereinander legen. Ich habe leider keine 120 Ohm Widerstände. Ich kann nicht für alles und jedes irgendwie Widerstände besorgen, wenn das auch so geht. Ja, muss ich immer zwei Widerstände parallel legen. Werde ich direkt wohl hier an der LED anlöten. Und mal gucken, wie ich das verbinde. Ich denke mal, ich werde da mir Kupferlackdraht raussuchen. Das ist einfacher. Weil wenn ich jetzt hier erstmal aufkratzen muss und dazwischen löten und so weiter, das ist ja, das ist doof. So, wie ich das dann nachher mit dem Heißkleber mache, muss ich dann mal schauen. Das kriege ich aber noch irgendwie hin. Gut, ich werde das dann mal soweit fertig machen. Das wird jetzt eine richtige Friemelei. Ist halt so. Kann ich ja nicht ändern. Und dann werde ich mich wieder melden, wenn ich dann soweit bin. Also bis gleich. Hat eine Weile gedauert. Jetzt habe ich das soweit verdrahtet. Ich habe jetzt, damit ich nicht allzu viele Widerstände nehme, ich hätte sogar noch weniger nehmen können, habe ich zu spät dran gedacht. Immer ein Widerstand mit zwei LEDs. Dann wieder ein Widerstand, zwei LEDs. Der Minuspol ist komplett ringsrum. Und hier am Widerstand, der wird einmal verbunden mit dem Widerstand, dann wieder mit dem Widerstand und dem Widerstand da und so weiter und geht dann darüber. Und immer zwei LEDs habe ich direkt parallel gelegt. Es funktioniert auch, ich kann es einmal reinstecken. Aber jetzt hier ein USB-Ladestecker-Dingens. Es funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Strom das Ding zieht. Aber ich meine, das waren so um die 500 Milliampere, als ich das beim anderen Mal, bei dem anderen, wo es noch zusammen war, gemessen habe. Wir kommen her. Hier mein USB-Tester gedönst. Kann ich das ja gleich sehen. So, 134 Milliampere sind. Das sind jetzt 0,7 Watt. 136 mA, etwa 0,7 Watt an LED. So, ich habe schon mal eben geguckt, jetzt nicht direkt mit Mikroskop und alles, aber einmal so hier über Platine gehalten. Es spiegelt doch die LEDs ganz schön. Ich werde jetzt mal gucken. Ich habe bei Fusion habe ich ja noch Dings hier, den ganzen Aufbau, dass ich mir hier einmal so eine weiße ja, Abdeckplatte, die ich da drüber kleben kann oder wie auch immer, mal drauf packe und dann mal gucke, wie es ist, ob das zu dunkel wird oder was, keine Ahnung. Ich habe es jetzt auch noch nicht mit Heißkleber festgemacht, so wie ich das wollte. Ich habe das jetzt erstmal so gelassen. Vielleicht besorge ich mir auch ein transparentes Filament und mache dann da hier Butterbrotpapier oder irgendwie drüber, muss ich mal gucken. Aber die Lampe funktioniert schon mal. So ist es schon mal sehr gut. Es passt auch wunderbar da dran. Also habe ich ja gezeigt. Kann ich jetzt, mache ich jetzt nicht. Aber war schon ein ganz schöner Aufwand. Die LEDs kriegen jetzt 17, 18 Milliampere Strom. Das reicht aus. Ist nicht zu doll. Sollten auch für eine ganze Weile halten. Gut. Ich werde mich nochmal melden, wenn ich dann mal den weißen Dings da gedruckt habe. Und dann schauen wir mal weiter. So, nun sind so fast 24 Stunden vergangen und es ging ja um die Lampe hier. Ich musste eben gerade überlegen. Ich habe die ja zusammengebaut und ich habe ja das Problem. Komm mal her, steck dich da mal rein. Dass die ja jetzt so leuchtet. Und wenn ich die hier drauf habe, ich hoffe, man kann das sogar erkennen, das spiegelt sich ziemlich stark. Ich habe unzählige Versuche gebraucht, um irgendwas druckbar hinzukriegen. Erstmal hatte ich mit meinem Drucker arge Probleme. Der hat mir da, weiß ich nicht, einen Scheiß gedruckt, bis ich es nachher wieder hingekriegt habe. Da war
weil da was fehlte, habe ich was gedruckt. Das ist jetzt mir leider ein bisschen kaputt gegangen. Das passt da auch noch nicht so ganz. Aber jetzt habe ich das da einen weißen Ring drüber und es macht nichts besser. Man sieht es sogar jetzt sogar noch, noch schlimmer. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das am blödesten mache. Ob ich das jetzt so lasse oder mal gucke, durchsichtiges Filament, also transparentes Filament. Damit habe ich keine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit dem, wie das nachher gedruckt aussieht. Hier habe ich auch noch so ein Ding, das habe ich dann glatt gedruckt. Aber selbst damit ist das schon ein bisschen besser. Aber es geht mir ziemlich viel Licht verloren. Das ist noch das andere Ding. Also weißes Filament geht nicht. Ich kriege kein Filament, was irgendwie so halbtransparent ist. Mit Butterbrotpapier könnte ich noch probieren, aber ich weiß nicht, wie ich das daran kriege. Deswegen wollte ich mal gucken mit dem Transparenten, wie das ist und wenn ich da dieses Butterbrotpapier versuche. Ich weiß gar nicht, ob ich die Packung jetzt gerade hier griffbereit habe. Ich glaube nicht. Ich hatte sie mal griffbereit. Ich weiß es jetzt gar nicht, wo sie ist. Es ist halt ein weißes Papier. Mehr ist es ja nicht. Also so ein ja, transparentes Papier, Butterbrotpapier halt. Was die Streuung ein bisschen besser macht. Also das hier kann ich so nicht machen. Beziehungsweise ich kann schon, aber das wird man wahrscheinlich stark sehen, dass es dann Dings spiegelt. Wie das nachher wirklich reell aussieht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das sogar so im Moment sogar okay so. Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal durchprobieren. Aber soweit habe ich das jetzt fertig. Das lasse ich jetzt erstmal so. Ich werde jetzt nicht mehr großartig da noch was drüber bringen in der Hinsicht. Ist nur noch eben das Flachbandkabel besorgen. Da brauche ich auch nicht viel bringen. Und sag schnell, wie ich den Raspi an das Ding anbaue. Aber im Moment so geht es als Beleuchtung. Klappt es. Ich wollte schon gerne irgendwas drüber haben, falls die sich hier lösen, dass die nicht komplett runterfallen. Wenn die jetzt hier auf dem, passt natürlich nicht so, wie ich mir das gedacht habe, nachher auf dem Plastik drauf liegen, ist nicht so schlimm. Die werden ja nicht heiß. Also zumindest habe ich nicht mitgekriegt, dass sie heiß werden. Gut, aber dann danke fürs Zugucken und was dann als nächstes als Video kommt, weiß ich noch nicht genau. Ich hatte ja noch vor, die eine Steuerung zu bauen für den 3D-Drucker, für Friesarbeiten in Anführungsstrichen. Also, dass er automatisch bohren kann, Platinen bohren kann. Vielleicht mache ich das als nächstes weiter, muss ich mal gucken. Ansonsten melde ich mich halt irgendwann zwischendrin mit irgendeinem Projekt, wie es immer ist, wie es gerade passt. Dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi!